die Güter des Lebens, mein Lieber. Der Teufel hilft seine Leute, war gescheiter. Schön grau ist der Morgen, die Sonne steigt in Tee. Ja. Du hast recht, Corbin. Ja. Mir ist heute schon in aller Früh eine schwarze Katze über den Weg gelaufen. Was, der Herr Rammelmeier? Du kommst nicht auf den. Ich meine, weil der Besitzer von der schwarzen Katze dein Konkurrent ist. Ja. Was willst du überhaupt? Die Zeitung bringe ich dir. Und die Toto-Ergebnisse. Ach so, ja. Du liest mir's einmal gleich vor. Ja. Vielleicht bin ich diesmal dabei. Wo haben wir so einen Spurt? Das ist aber weiter hinten, glaube ich, gell? Ja. Haben wir schon. Eins. Hab ich nicht. Eins. Hab ich nicht. Null. Hab ich nicht. Zwei. Hab ich. Eins. Hab ich. Null. Hab ich nicht. Ja, gut, Mann. Da führt er gar kein Weg mit. Ja, Schaffzeit. Diesmal bin ich wieder nicht dabei, das hab ich schon gesehen. Ja, du hast den verkehrt tippt. Ja, ich hab schon richtig getippt. Aber die anderen haben verkehrt gespielt. Da kommen deine schönen Quoten raus. Also ich rechne mindestens mit so 80.000 bis 100.000 Mark. Herrschaft, die könnte man brauchen, was? Könnte man brauchen. Du, was ist denn mit den Rennen in Tagifing? Sind wir auch nicht dabei. Wieso? Brauche ich gar nicht nachschauen. Hättest mir gefolgt und hättest auf das Alpenfeilchen gesetzt. Na, du mit der Fortuna, mit den hatschelnden Stunden da. Also für diese Woche brauchen wir uns nichts mehr vornehmen, gell? Du, dann schau mal das Horoskop noch. Ja, was bist du? Ein armer Teufel. Das weiß ich schon 20 Jahre. Nein, ich meine, was du für ein astrologisches Ficht bist. Also, Krebs. Kritik hin. Ach, die gehen aber Arschlingen. Ja, ja. Haben wir es schon. Venus sendet glücklicherweise Aspekte ins Zeichen. Da bestehen Chancen auf einen gewissen Ausgleich, wenn es zu düster wird. Ja, düster stimmt genau. Du, heute war schon einer da von den Isar Amperwerke und hat mir die Leitung abgezwickt. Oh Gott. Ausgerechnet jetzt, wo bei uns der Fremdenverkehr einsetzt. Corby. Hm? Wie viel brauchst du? Kannst mir 50 Mark leihen, dass ich wenigstens Licht zahlen kann. Lieber, du gehst mir fast schon langsam auf die Nerven mit deiner Geldverleiherei da. Ja, aber Corby, was? Wir können doch nicht jetzt in der Saison ohne Licht sein. Ja, zu uns kommt eh keiner. Und die zu uns kommen Daten, die gehen alle in die schwarze Katze zum Rammemeier über, ne? Aber wenn doch wer kommt, zu uns kommen kann, lass das doch einmal gesagt sein, ne? Jetzt schau dir doch einmal unseren Maler, unseren Stefan, unseren Rembrandt für Arme. Den fuhren wir jetzt 3 Wochen durch. Ja. Schaut ums Licht. Corby, ruf mir heute noch einmal aus. Ich hab nichts mehr, sag ich dir. Corby, schau. Du bist jetzt 20 Jahre bei mir. Ja. Du bist doch mein Freund. Nein, ich bin nicht dein Freund. Ich bin schon dein Teilhaber, gell? Ja. Du hast doch eine Erbschaft gemacht. Ja. 1000 Mark. Ja. Und die hast du schon. Ja, die hab ich schon. Mhm. So ist recht. Siehst du es jetzt ein, dass deine Wirtschaft uns zugehört? Ja. Na, woanders wirst du den Hübschen noch ein Darlehen umeinander haben. Ja. 2000 Mark beim Rammelmeier. Du hast bei Schießbackelschulden benommen. Wenn ich die nicht hätte, hätte ich überhaupt nichts. Ja, und astrologisch haben wir so viel, als wir überhaupt keine Aussichten. Ja, genau. Und die Fremdensaison vor der Tür. Hättest doch ein paar Mark an die Isar Amperwerke anzahlen, aber nicht? Wir hätten es dann Strom gestundet. Mit was denn? 5 Mark habe ich noch in der Tasche. Und die brauche ich als Fahrgeld nach München. Was tust denn du in München? Nach Stadelheim muss ich. 3 Tage sitzen. Ja. Weil ich eine Strafe nicht zahlen hab können, die sie mir aufgehört haben, wegen Übertretung der Polizeistunde. Ja. Hab mit der Rammelmeier hingehängt. Bloß aus lauter Neid, weil ja nur 2 halbe Bier ausgekommen sind. Ja, du wirst, wann musst denn da schon rein? Heute Mittag muss eh passieren. Ach, da kannst du ruhig fahren. Hm? Liesl und ich, wir machen das schon. Ja, aber das Licht. Ja, was hast du denn alle rein mit deinem Licht? Ja, wenn Gäste kommen. Es kommen keine Gäste, nicht? So, und jetzt steh nicht lang umeinander, zieh dich um. Ja. Wenn's den Zug verpasst, dann haust du nämlich nur ein paar Tage mehr drauf. Also schaut's einmal. Ja. Schön hat er das gemacht, der Stefan, gell? Ja, gut, schaut das aus. Da muss ein Rammelmeier als ein altes Modell gesessen sein. Was? Wieso? Ja, da besonders bei dem Buckel. Du sollst es zum Rammelmeier überbringen. Wieso ich? Weil unser Herr Künstler eine schöpferische Pause braucht. Fräulein Liesl. Wie viel brauchst du denn? Wieso? Du weißt ja noch gar nicht, was ich sagen will. Immer wenn du Fräulein zu mir sagst, dann weiß ich, dass du Geld brauchst. Mhm. Na ja, wenn's meinst, 50 Mark da die brauchen. Ja, sonst zwicken sie ihm die Leitung ab, weißt? Und ein Wirt mit der abzwickten Leitung ist ein halber der Mensch.
Ich hab doch nichts. Du auch nicht. Weißt du was, dann riechst du bei der Gewand her. Frisch hämmert und Schuhe und so weiter. Warum? Wo gehst du denn hin? Ja, der fährt jetzt nach St. Adelheim. Ja. Das gibt's doch überhaupt nicht. Das wird's noch nicht geben. Alle gibt's nicht. Da ist jetzt der wundertätige Hubertus daheim. Jetzt hörst du aber auf, gell? Ja. Der Hubertus ist der Schutzpatron von den Jäger. Jetzt nicht mehr. Seit dem 1. Mai hat er sich umgestellt. Weil beim Fremdenverkehr mehr rausschaut als wie bei der Jagd. Mir kann's ja recht sein, gell? Ja, ja. Nein. Herrschaftszeiten, wenn ich nur wenigstens 50 Mark hätte, dass ich einen Strom zahlen kann. Was bloß? Wenn der Rahmemeier kommt und uns die Schilder abkauft, dann kriegst du die Hälfte davon. Wie viel möchtest du eigentlich verlangen dafür? Ja, ich hab mir schon gedacht, vielleicht so 60 Mark. Hm? Das ist zu wenig, Korbi. Für die Tafel musst du mindestens das Tobi die verlangen. Ja, das ist doch ein Kunstwerk. Und der Rahmemeier, der protzige Teufel, kann schon zahlen. Das hast du mir auf eine Idee gebracht. Natürlich. Du verlange 120. Genau. Du, aber dann krieg ich gleich die Hälfte. Verständlich, kriegst du von mir. Wunderbar. Ja. Lieber, brauchst du mein Wand nicht herrichten? Schönes. Hey, ja, grüß dich, hab ich mal gesehen. Was ist, hat der Maler die Inseratentafel schon fertig? Ja, da steht's. Da schaut das einmal an, im Fall, dass du noch grad was zum Aussetzen hättest. Aha. Mhm. Schön, das macht sauber. Mhm. Gut. Da wird er einem Stinger. Ja. Ganz richtig, dass ich mir so Aufwachung leisten kann. Ja, wirklich. Ja, was kostet alles gespielt? 120 Mark. 20 Mark, ja. 120, hab ich gesagt. 120? Ja, spinnt's hier. Wieso? Ja, da krieg ich das schönste Elgemälde für 120 Mark. 120 Mark? Nein, aber ich geb das nicht um 20 Mark. Schau mal hier, das hat das Holz, die Farben und der Lack alleine schon gekostet, gell? Die Farben für 20 Mark, Farben, da schmiere ich mein ganzes Hotel an. Ja, und deine Gäste auch. Hä? Was? 120 Mark. Das ist doch immerhin eine schöne Reklame, ne? Ja, du meinst, dass ich Reklame spesen soll? Ja. Ich brauch keine Reklame mehr. Zu mir kommen die Leute auch so. Verstehst? Auch ohne Reklame. Mhm. Also, was ist jetzt? 20 Mark. 120? Gut, dann lass es einschätzen, den Spiel da. Ja. Bin doch nicht damisch. 120 Mark, ich brauch keine Reklame mehr. 120 Mark. Mein Lieber, du da drüben, du gibst das auch noch mal billiger. Das sag ich dir, gell? So. Was ist, Korbi? Hast du das schon? Gib mir gleich meine 60 Mark. Kann ich dir nicht geben. Weil mir der Rammemeier nicht ausgezahlt hat. Weil ihm 120 Mark zu teuer war. Also, weißt du, bist schon ausgeschäumt, teuer auch. Ja, was bin ich? Das ist meine letzte Hoffnung auch noch beim Teufel. Ja. Lisa, riech mal mein Gewand her. Schreibt mir nichts anderes über, als dass er mich lebenslänglich einsperren lassen. Sag einmal, spinnst denn du? Einmal soll das Gewand herrichten, dann soll es wieder nicht herrichten. Ach, lass mal bei Ruhe. Was hat denn der? Der lässt sich jetzt gerade lebenslänglich einsperren. Also, weißt du, Korbi, mir tut immer richtig leid. Ja. Alles, was der anpackt, geht er nehmen. Da weiß ich doch so ein grundehrlicher Mensch. Ich hätte ihm das Geld ja gern gegeben, aber ich hab doch selber nichts. Ich wollte ihm sagen, die Hälfte von dem Preis geben, wenn wir uns der Rammemeier auszahlt. Du, dabei will der bloß 20 Mark zahlen. Was für das schöne Schild? Ja. So was ausgeschampt. Ist ausgeschampt. So, die drei Tage wirst du mit der Liesl schon rumbringen, gell? Mhm. Gehst, kummer so qua, hast du gesagt. Ja. Und wenn wer nach mir fragt, dann bin ich beim Wallfahren. Genau. Ja. Willst du kein frisches Hemd anziehen? Der braucht kein frisches Hemd, der kriegt jetzt ein Büserhemd, ein ganz langes. Also, am Samstag bin ich wieder da. Ja. Jetzt habe ich wenigstens einmal ein paar Tage Ruhe vor meine Gläubigen. Mhm. Also, vierte Gott, gutes Sitzfleisch, gell? Vierte Gott! Also, wenn du mich fragst, der wird nicht zum Wallfahrten. Für mich auch nicht. Wo geht er dann hin? Eingesperrt wird er. Was, warum? Ja, weil ihn der Rangemeier hingehängt hat wegen Übertretung der Polizeistunde und er die Strafe nicht zahlen kann. So eine Gemeinheit. Eine Wut habe ich auf diesen Rammelmeier, diesen Rammel, diesen Ausgeschampten, das ist doch gar nicht sagen kann. Tut der, wenn noch ledig war, den darf ich aus lauter Gemeinheit heiraten. Er ist mit seiner jetzigen Frau schon gestraft, nur. Ich sag's ja, heutzutage hat nur der ein Glück, der als Gauner geboren worden ist. Hopp! Was ist denn? Was bist du so aufgeregt? Da soll man sich nachher nicht aufregen, wenn man sieht, mit was für einer Bosheit er die anderen zugrund riecht. Mhm. Wer ist denn schuld, dass wir so ein Hundsheit ans Geschäft haben und er jetzt 10 Liter Fassel Bier 3 Wochen reicht? Ha? Er! Was? Dass du mit eigenen Ohren gehört, wie Gäste, die er selber nicht mehr unterbringen hat, keiner ins Dorf geschickt hat, statt zu uns.
Muss sich der arme Kerl jetzt einsperren lassen, nur weil wir eine Stunde länger aufgehabt haben? 33 Mark habe ich eingenommen. Aber er darf schon aufhaben bis um 4 Uhr in der Früh, gell? Wenn der Bürgermeister bei ihm hockt mit seinen Freunden und die Bardamen in den Hintern tragen wie ein Karussell. Was willst du mit dem Bier? Hab ich dir nur mitgebracht zur Stärkung und zur Beruhigung, gell? Sag einmal, Corby, hab ich denn da nicht recht? Ja, freilich hast du recht, aber so ist das halt nicht, gell? Wenn ich ihm noch was antun könnte. Weißt du was? Dann hau jetzt gleich mal die Schilder zusammen, gell? Wenn der Rabenmeier nicht zahlen will, wird dieses Schild eingeheizt. Halt, Corby! Machen wir jetzt. Ich hab eine Idee. Was? Mit dem Schild machen wir was ganz anderes. Was? Setz dich mal hin und erkläre das. Ja, da bin ich aber neugierig. Pass auf. Der Rabenmeier hat doch dem Stefan dieses Schild nicht abgekauft. So ist es. Folglich bleibt es unser Eigentum und da stehen. Ja, aber Liesl, das kann doch nicht die ganze Zeit bei uns im Wirtsgarten umeinander stehen. Das bleibt ja nicht da stehen, sondern... Wird er schlagen? Nein, das stellen wir so an die Hauswand hin, dass er so hin... Was so? Ach so, dass so ausschaut, als wenn so hingelohnt, gelehnt waren. Genau. Aha. So muss ausschauen. Ja, ja. Jetzt kommt der Trick, Corby. Mhm. Wenn die Gäste jetzt vom Bahnhof kommen und sehen das Schild da stehen, dann müssen sie doch mit dem Teufel zugehen, wenn noch nicht welche dabei wären. Die meinen, wir sind die schwarze Katze und gehen da rein. Okay, Liesl, wer geht denn nun schon auf den Leim? Schau, das sieht doch auch jeder, dass wir kein Schmuckkästchen sind. Wir haben ja nicht einmal eine Bedienung. Na und? Zimmermadel und Köchin macht dabei ich. Ja, und wer dient die Gäste? Du? Ich, als Hausknecht? Nein, als Ober mit Frack. Ja, um Gottes Willen. Das kann man gerade noch. Da schau ich aus, als wäre ein Stangl auf, gell? Du hast doch von deinem Vetter den Frack geerbt. Ja? Du hast gleich eine Verwendung dafür. Ja, da laufen wir doch die Kinder noch, was meinen, es ist Fasching. Ich riech dich schon zusammen, dass du was gleich schaust. Lieber, schmeiße den Rabenmeier da drüben sämtliche Fenster in die Socke da. Corby, das ist doch nicht so schwer. Hä? Schau, vielleicht haben wir ein Glück. Und ein bisschen was davon könnte unser Wirt doch brauchen, oder? Und was die Hauptsache ist, wir blitzen den Rabenmeier. Schau, Liesl. Der Rabenmeier inseriert in der Zeitung Zimmer mit fließendem kaltem Wasser. Schau, wenn die Leute zu uns kommen und sehen die im Verhau da, ne? Na und? Dann musst du halt Sprüch machen. Ja, was möchtest du da bei uns Sprüch machen, was? Du musst eben zu jedem Gast, der besondere Ansprüche stellt, sagen, dass unsere komfortablen Zimmer bereits ausverkauft sind und wir bloß nur zweitrangige haben. Du bist ja ein Gangsterbrat. Ich tue alles das, was unser Wirt nutzt und am Rabenmeier schafft. Gut. Na, früher gleich mal die Schulden da richtig platzieren. Das mach ich. Du siehst dich jetzt um. Corby, vielleicht schaust du fesch aus, dass sich eine reiche Amerikanerin in dich verliebt hat. Oh yes, mein Hemd ist jetzt schon blitzschnell. Siehst du? Auch schon. Oui, oui. Ja, du bist als internationaler Ober engagiert. Jetzt siehst du Job für den Fremdenempfang. Ja, also mehr als wir pleite, können wir auch nicht mehr werden, gell? So, oder? So, und ich kümmere ich mich mal um die Reklame. Stellen wir es einmal da her. Na, ist zu tief. Ha, da vielleicht. So, da ist der richtige Platz. So, und jetzt brauchen wir nur noch Gäste. Macht der Maler da eine Ausstellung? Nein, der hat gesagt, es muss 3 Tage an der Sonne trocknen, damit der Rammel... Was? Der Rammelmeier aufhängen kann. Ja, da hänge ich mich lieber selber auf. Ja, das war recht. Ha? Ich mein, da tat ich mich selber aufhängen, bevor ich für das Geschmier da 120 Mark zahle. Ja, von mir aus hängt das in 3 Jahren noch da. Von uns aus auf. Wir haben nichts dagegen. Ganz im Gegenteil. Ja, das glaube ich. Da sehen die Fremden wenigstens nicht, dass bei der blauen ganz schön überall die Zirkelstunden rausschauen. Reklame ist das keine für euch. Oh, ich finde, dass das sogar eine recht gute Reklame ist für uns. Ja, wenn man die Lächer sieht. Na, wenn man mit Ihrer Reklametafel unsere Lächer zumachen können. Einen Moment, Fräulein Schnappi. Sag's dem Herrn Ganserich, in 3 Tagen ist der Hypothekenzins fällig. Also wenn man mit der Post schicken, wenn er kann. Und wenn er nicht kann? Dann mache ich in 6 Wochen aus der blauen Gans eine schwarze Katz. Machen wir selber. Hä? Ich meine, wir bringen den Hypothekenzins dann schon selber hinüber. Da bin ich neugierig. Liesl, sei so gut. Sei so gut und mach mir den Grundduft dazu. Der macht mir nur Stocken an den Sauber. Du drückst mir ja meinen Adamsapfel hinein. Ja, so.
so ein Korbi jetzt. Doch. Na, dann nimmt man doch nicht so ein Krawattenkorbi. Nee. Da musst du einen Schmetterling hin tun. Glaubst du, dass der den ganzen Tag da sitzen wird? Ich meine doch so ein schwarzes Schleiferl. Da ist was. Genau so eins. Das gehört hin, jawohl. Aha. Dreh dich um. Ja, dreh dich um. Schauen wir mal, ob es passt. Genau. Wo bist du jetzt? Dreh dich um. Aha. So, das gehört da unten rein. So. Passt. Jawohl. Ah. Du, Korbi. Ja. Fest schaust aus. Ja, jetzt schau ich aus, als wäre ein Pinguin oder was. Weißt du was? Jetzt bringe ich dir eine weiße Serviette und ein Tablett. Ja. Und der Ober ist komplett. Ja. Mein Lieber, das will ich die ganze Saison machen muss, dann bin ich hier und der Grammkopf macht mich noch stubnärig, macht mich so, der Leute. Schau her, das tust du jetzt einen Arm rum. Ja. So. Schau her. Schau her, so wie ein Schwerverletzter. Doch nicht so. Das musst du elegant machen, schau hin. Da drüber, so. Und dann nimmst du das Tablett und immer schwungvoll und elegant, verstehst? Und nie langsam gehen, sonst fällst du nämlich runter. So, jetzt probierst du. Also. Was bitte sehr, bitte gleich! Jetzt darf ich jonglieren anfangen. Du wirst sehen, Korbi, dass trotzdem alles klappt. Ja, da bin ich sicher, dass bei uns alles klappt. Allmächtige! Da trifft mich ja stellweise der Schlag. Ah, jetzt möchte ich bloß wissen, wo in dem Nest da die schwarze Katz ist. Ach, ich glaub, da bin ich schon ganz richtig. Da ist ja schon das Reklametäfelchen. Das Schönste von der ganzen Bud. Was ist? Kommt denn hier niemand? Hallo, Bedienung? Ja? Um Gottes Willen, ein Gast. Korbi! Grüß Gott. Bitte sehr, um Gottes Willen. Ein Gast. Kann man da auf 6 Wochen Logis kriegen? Ja, aber selbstverständlich, gnädige Frau. Gut, dann krieg ich ein Doppelzimmer. Ja, für Sie und den Herrn Gemahl. Wieso Gemahl? Seh ich aus, als ob ich einen Mann hätte? Eigentlich nicht. Das zweite Zimmer gehört für mein Töchterchen. Die kommt gleich nach. Die holt sich als grad noch was aus der Apotheke. Ja, und dann kriege ich noch ein Einzelzimmer für einen Herrn Vogel aus Stuttgart. Aber der kommt erst morgen. Bitte sehr, bitte gleich. Halt, halt, was rennen Sie denn so? Ich bin ja noch gar nicht fertig. Also das Zimmer für den Herrn Vogel müssen wir ein bisschen abseits reppen. Das ist nämlich der geheime Bräutigam von meinem Töchterchen. Den hab ich ihr ausgesucht. Sie weiß nichts davon. Er stelle weiß noch ein bisschen schüchtern. Aber in der bayerischen Luft würde so auftauen. Also das Zimmer abseits. Am besten eine ganz andere Flügel. Ja, wollen Sie dann vielleicht lieber 2 Einzelzimmer? Nee, meine Beste, die bleibt bei mir bis zur Hochzeitsnacht. Ich kenne den bayerischen Bursche, der wüste Kerle. Ich kann Ihnen nur sagen, wie ich das erste Mal ins Bayernmännchen gekommen bin, war ich noch eine tadellose Jungfrau. Und wie bin ich heimgekommen? Meine Mutter hat mir es vom Weiten schon angesehen, dass ich nicht allein komme. Ja, die Männer sind überall gleich schlecht. Da haben Sie recht, Mädchen. Der Herr bewahre mein Töchterchen vor allem, was stelleweise in der Lederhose steckt. So, und jetzt gehe ich auf mein Zimmer und tu mich stelleweise gerade. Gnädige Frau, leider sind unsere komfortablen Zimmer alle mittlerweile stellenweise vermietet. Was? Ja, was ist denn das hier für ein Betrieb? Ja, das muss ich schon sagen, ja. Also, na ja, gut, da kann man nichts machen. Müssen wir eben einfacher logieren. Ja. Haben Sie wenigstens fließend Wasser? Ja, hinterm Haus. Soll ich vielleicht in das Haus gehen, dass ich mich stelleweise waschen kann? Das könnte euch Mannsbilder so passen. Ja, das war ein Gaudi, gell? Das glaube ich, dass das ein Gaudi wäre für Sie.
Sie habe schon so sinnliche Augen. Gnädige Frau, wir können nicht mehr geben, als wir haben. Ja, und was kostet? 15 Mark pro Person bei voller Pension. Das ist nicht einmal so billig. Das sagst du nicht. Woanders bezahlen Sie für ein ganzes Zimmer? Sie rette sie nicht. Ich bin selber vom Fach. Aha. Und was gibt's dann zu essen? Auwe. Das heißt hier Auwe. Ich möchte jetzt eine Nudelsuppe mit Huhn. Nee, bringen Sie mir lieber eine echte bayerische Schweinshaxe mit Kraut. Mein Gott, eine Schweinshaxe mit dem Bierlang habe ich die schon. Haben wir sowas? Auch nichts außer Bier und vielleicht ein paar Knödel. Ach so, ja, also entschuldige schon, Frau, aber so eine Hähne wie Sie. Was? Ich bin eine alte Henne? Nein, so eine alte Henne, wie Sie eine möchten, dürfen wir laut Kurvorschrift alle neu hinzugekommenen Gästen. Ja, wegen der Verdauung ja. Und des Klimawechsels nicht verabreichen. Zu Beginn gibt es Eierspeise. Ja, und Speckknödel. Knödel? Ja, was ist denn das hier für eine Lade? Glauben Sie vielleicht, ich will aus meinem Ranzel Kuchenlacher machen? Na, also gut, dann Corby. Geben Sie mir die Eierspeise. Ja. Bestellen Sie die Eierspeise, bitte. Gut, ja? Die einmal Eierspeise. Ja, bei wem sollte ich die bestellen? In der Küche. In der Küche. Das ist ja gar nicht draußen. Komm gleich. Ach so, ja. Einmal Eierspeise, bitte sehr, bitte gleich. Jawohl, bitte sehr. So, ja. Mir scheint jetzt stilleweis beschränkt. Gnädige Frau, nachdem wir es schon mit sehr viel Gaunern und Zechbrellern zu tun gehabt haben, ist es bei uns so Sitte, dass die Hälfte des Pensionspreises im Vorhinein bezahlt wird. Ja, das ist doch stilleweis eine Unverschämtheit. Also wenn wir uns da nicht schon zusammengestellt hätten in der Beiz, tät ich sofort wieder ausziehen. Was kostet nachher denn der ganze Plunder? Ja, also für Sie und das Fräulein Tochter bei 6 Wochen Aufenthalt, sagen wir 600 Mark. Zahlen kannst von in der Früh bis auf Nacht. Corby? Bitte sehr, bitte gleich, bin schon doch. Bitte zeigt der David Nummer Zimmer 8. Ja, also, nachdem wir es schon mit sehr viel Gaunern und Zechbrillen zu tun gehabt haben, ist es bei uns so Sitte, dass die Hälfte des Pensionspreises im Vorhinein bezahlt wird. Was tupst du mit den Euwe? Indem, dass wir kein Geld nicht haben. Nein, ich meine, in dem, dass wir kein Geld nicht zum Festlichen hinausschmeißen können, wäre es uns natürlich schon sehr recht, wenn Sie gleich blechen, täten, taten und tuten. Das weiß ich doch schon, Sie Dippel. Ja. Da ziehen nach. Sie sehen mir nicht aus, als ob Sie bis 5 zählen könnten. Ja, wir reden der hessische Guckkasten mit mir. Du hast dir nichts anmerken lassen. Aber die will nur schleifen, die Schuhe. Und immer schön freundlich sein, gell? Ach, schön, 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 bitte, schön. Doch, der Koffer bringen Sie mir aufs Zimmer. Ja. Und vergessen Sie mir nicht das reservierte Zimmer für den Herrn Vogel. Meine Töchterchen kommt gleich, die erkennen Sie an der Sprache. Und am linken auch hat sie einen Zucker. Ist zuckerkrank? Nein, mit dem linken Auge zuckt sie immer so. Das ist ein Nervenzucken. Deswegen sind wir ja hier, wegen der Luftveränderung. Und wegen dem Herrn Vogel. Also, Sie sind ein unverschämter Kerl, ein unverschämter. Bitte sehr. Da, wo ist noch mein Zimmer? Ja, also, Zimmer, bitte, wenn Sie mir folgen. Sie haben Zimmer 8 im ersten Stock. Da ging's nach, bitte sehr. So, und der Koffer, den trage ich mir gleich nach, damit ich mich stelleweis anders anziehen kann. Sie Dippel. Dippel, sagt der Koffer. Hofer? Das ist ein mittleres Behelfsheim, mein Lieber. Ja. Hat die Zement drin oder was ist denn da los? Was ich, da ist der Standesherr. Der ist ja fahrbar. Ah, den Bachmann. Bachmann. Voll rein. Jetzt sind wir ja schon da im Hotel zur schwarzen Katze. Ja. Hoffentlich schimpft meine Mutti nicht, weil ich mich so lange aufgehalten habe, aber sie können so charmant retten. Oh, das täten mir aber leid. Ja, und was bin ich schuldig für die Hilfe? Ein Wiedersehen. Wiedersehen. Grüß Gott, bitte sehr. Ja, das ist ja das. Vor allem die Tochter von der Frau. Ja, Frau, Sie haben Zimmer 8 im ersten Stock. Bitte sehr, bitte gleich. Bitte sehr. Ein reizender Kerl. Ich, gell?
Nein. Sagen Sie mal, Herr Ober. Was? Kann ich ein Zimmer bekommen? Selbstverständlich können Sie ein Zimmer haben. Ich trage Sie gleich in unser Fremdenbuch ein. Wissen Sie, wir wohnen nämlich sehr scharf an der Grenze. Und da treibt sie allerhand Gesindelzeug umeinander. Ja, also wir haben das halbe Haus voller Amerikaner. Und ich soll nicht den Eindruck haben, dass es bei uns noch schlechter ist, als bei denen da drüben. Darf ich um Ihren Namen bitten? Max Fink. Max Fink. Ah! Dann sagen wir Sie der Vogel. Wissen Sie, wir erwarten nämlich einen Vogel. Was heißt hier Vogel? Ich heiße doch Fink. Ja, darum sind Sie ein Vogel. Wieso? Ja, weil ein Fink ein Vogel ist, ne? Du kannst gar. Also, Sie sind schon ulkig, ja. Ich bin ein lustiger Kerl. Auch der Kronkopf macht man uns dumm. Herr Ober. Ja. Kann ich ein Zimmer bekommen? Ja, ich habe ja doch gesagt, dass Sie ein Zimmer kriegen. Nein, ich meine, ob ich ein Zimmer bekommen kann? Ja, ich hab's Ihnen doch gesagt, dass Sie ein Zimmer kriegen können. Verstehen Sie mich richtig, Herr Ober? Ich bin doch nicht tappig. Ich möchte ein Zimmer. Jetzt der Schluck. Sie kriegen ja Ihr Zimmer. Das weiß ich ja. Also, dann. Passen Sie auf. Ich wollte Sie fragen, ob ich ein Zimmer bekommen kann, das so vis-à-vis von dem Zimmer ist, das das Fräulein hat. Ah, jetzt habe ich eine. Ja, natürlich. Sie möchten ein Zimmer haben, wo Sie von Ihrem Zimmer aus in das andere Zimmer so hinüber blinzeln können. Genau so ist es. Ja. Geht es? Ja, freilich geht es. Aber ich muss Sie warnen, es ist ein wenig komfortables Zimmer, muss ich sagen. Ach, gell? Das ja. Ist Nebensache. Mhm. Was kostet denn? Ja, es kommt darauf an, wie lange das Sie bleiben oder logieren. Ach so. Tja, wie lange bleibt das Fräulein mit Ihrer Mutter? Was ich so mitgekriegt habe, 6 Wochen. Gut, bleib ich auch so lang. Also gut, bleib ich auch 6 Wochen. Aha. Also dann beträgt der Pensionspreis für ein weniger komfortables Zimmer 15 Mark zuzüglich 2 Mark Lustbarkeitssteuer. Wieso Lustbarkeitssteuer? Weil Sie jeden Tag dieses Vergnügen haben, zu diesem Mädel hinüberblinzeln zu können, ne? Also gut. Ja, also gut. Also, nachdem wir es schon mit sehr viel Gaunern und Zechbrillen zu tun gehabt haben, ist es bei uns zur Sitte, dass die Hälfte des Pensionspreises im Vorhinein bezahlt wird. Das macht bei Ihnen, naja, 300 Mark. Ah ja. Mhm. Ohne. Bitte? Ohne. Tatsächlich ohne, ne? Zimmer 17, erster Stock, da geht's nach, aber rasch, gell? Und das ist für Sie. Oh. Oh, merci, Herr Graf! Ja. Zum Mittagessen treffen wir uns wieder hier. Ja, und tu mir ja nicht mit dem Männerschägere. Wenn dich ein junger Mann anspricht, gibst du keine Antwort. Das heißt, du sagst immer nur ja. Hast du gehört? Ja, Mutti. Ja, ich weiß, wie das geht. Da gibt's Rett und da geh ich Rett. Und im Handumdrehen ist man nicht mehr fähig, so einem Kerl auf die Finger zu kloppen, wenn er stellegreiflich handgreiflich wird. Also, Mädchen, du weißt jetzt, dass es dir gut meint. Tschüssle! Und immer nur ja sage, gell? Für was hat sie mich dann nachher auf die Hörtöchterschule geschickt, wenn ich eh immer nur ja sage darf? Ah, Herr Ober, bringen Sie doch mein Kaffee in den Garten raus, ja? Guten Morgen, Fräulein. Guten, ja. Haben Sie gut geschlafen? Ja. Ein schöner Tag heute. Ja. Ja. Ja, wollen Sie mir nicht ein bisschen Gesellschaft leisten?
Ja. Bitte schön. Herr Ober, wo bleibt denn mein Kaffee? Ja, bitte sehr, bitte gleich. Da ist jetzt der Kaffee. Bitte sehr. Kriegen das Fräulein auch was? Ich, ne. Aha. Die blinzelt mir zu, damit ich mich schleichen soll, gell? Wenn die Herrschaften was wünschen, bin gleich wieder hier. Bitte sehr, bitte gleich. So. Wollen wir nach dem Frühstück einen kleinen Spaziergang machen? Ja. Ja. So, fertig. Machen wir's. Ist aber nicht schön von Ihnen, dass Sie mich verspotte. Aber ich verspotte Sie doch nicht. Doch, mit meinem Auge zwinkern. Ich kann ja auch nichts dafür, das ist nervös. Aber Fräulein, wie heißen Sie denn eigentlich? Ria. Also Fräulein Ria, wenn es nach mir ging, dann müssten Sie lebenslänglich zwinkern. Sie glauben ja gar nicht, wie nett Sie da sind. Wenn ich aufgeregt bin, ist das immer stärker. So, sind Sie jetzt aufgeregt? Nee. Heiß ist mir schon. Dann wollen wir doch gleich unseren Spaziergang machen zur Abkühlung. Ja, aber nicht so arg weit, weil ich müsste auf meine Mutti warten und dann weiß ich nicht. Was denn? Ja, ob es mir da nicht noch heißer wird. Probieren wir es einfach aus. Bitte schön, Fräulein Ria. Bis Gott. Ich meine doch meinen Mann. Ach so, dann entschuldigen Sie. Bitte schön, Fräulein Ria. Servus, Frau Hammel. Julius, wo bleibst denn so lang? Also deine Langsamkeit bringt mir nur zur Verzweiflung. Ich komme ja schon. Jetzt bin ich neugierig, wo die Bauernwirtschaft ist. Und was ist denn? Da stehen wir ja schon davor, schau. Gott sei Dank. Also so einladend wie die Reklame in der Zeitung ist, schaut das Hotel nicht aus. Also, mir gefällt's. Schaut, das ist kein Hotel und kein Bauernhaus. Du, das ist das Idyllische. Da haben wir Pech, wirst du sehen, wenn ein Hotel schon schwarze Katz weißt. Okay, du bist doch nicht abergläubisch. In dem Fall schon. Ah. Oh, grüß Gott, grüß Gott. Schon wieder Gäste. Wünschen die Herrschaften vielleicht ein Zimmer? Natürlich, oder schauen wir zwar vielleicht aus, als ob wir zetteln wollen. Corby, einen Moment, bitte schön. Bitte sehr, bitte gleich, ja. Corby, ja. Die Herrschaften wünschen ein Zimmer. Ja, aber mit allem Komfort, mit Bad, fließendem Wasser und so weiter und so weiter. Haben wir nicht. Haben wir schon. Das heißt, haben wir gehabt. Was heißt doch, haben wir nicht, haben wir schon, haben wir gehabt. Das heißt, dass wir selbstverständlich komfortable Zimmer haben. Aber jetzt im Moment haben wir sie leider nicht mehr, weil sie nämlich alle schon vermietet sind. Ja, das ist gut. Was ist gut? Nein, ich meine, das wären gute Zimmer, wenn wir sie noch hätten. Aber ich möchte ein Zimmer mit Bad. Ja, das ist zwecklos für Sie. Wieso denn? Weil wir keines mehr haben. Wir haben es wenigstens am Balkon. Sehen Sie, dass der Balkon vorhanden ist? Also, bitte. Moment, ich frage Sie gleich. Sie sind unser Fremdenbuch ein. Bitte sehr. Darf ich gleich einmal um Ihren Namen bitten? Julius Hammel, mit Aha. Frau aus München. Julius Hammel, München. Bleiben die Herrschaften länger? Ja, gleich 6 Wochen. Mhm. Aha. Also, es hieß so, nachdem wir kein Geld nicht haben. Au! Was? Wir kein Geld zu verlieren haben, ist die Sache so. Nachdem wir schon mit sehr viel Daunen und Zechbrennen zu tun gehabt haben, ist es bei uns so Sitte, dass die Hälfte des Pensionspreises im Vorhinein bezahlt wird. Das ist uns noch nirgends passiert. Ja, ich bin doch kein Gauner. Aber Sie könnten einer sein. Oh. Ich meine, ich gebe es doch zu, Frau Hamlin. Ah, Hamlin, sagt der zu mir. Der gefällt mir. Ja, was kostet denn dann das? 600 Mark. Ohne. Ja, Julius Zoll. Ich bin schon dabei. 200, mhm. 400, 600. So, das nehme ich und ja. Du zeigst den Herrschaften das Zimmer. Ja, also wenn wir die Herrschaften folgen würden, bitte, Sie haben Zimmer 1 im 11. Stock, gell? Ah, nein, ich meine, wir haben mehr noch unten gebaut. Was ist denn mit dem Gepäck? Ja, das trägt mein Mann im
hinauf. Aha. Also, packen wir's. Der Urlaub geht schon gut um. Geht's? Halt! Halt, muss der Mann sich was vergessen. Aufmachen. Durchschieben. Geh schon hin. Doch, es auf. In der Welt, weg, weg. Nicht voll nass. Nicht voll nass. Ja. So, ja. Allmächtig ist das eine Sau. Herr Ober, ist meine Töchter schon noch da? Nein, nein, die ist jetzt gerade weggegangen mit dem Zeisig, Drossel, Amsel oder was ich wieder weiß. Mit dem Herrn Wurfel? So ist es. Was Sie nicht sagen. Ja, ja. Nachher ist schon recht. Ja, ja. Was machen Sie denn immer für Grimasse? Passt Ihnen was nicht? Mir passt alles. Bloß mein Kommunionanzug passt privat nicht. Sind Sie doch nicht immer so muffisch? Sie, ich bin eine Frau, bei der das Trinkgeld sehr locker sitzt. Aber bei Ihnen kann man sparsam werden. Ja, wenn er gerade dich einen in der Pappen rein wissen hätte. So ein Säckel, so ein Muffischer. Ja, Mutti, da bist du ja. Ei, Riesche, wo warst du denn? Ich spazieren. Mit einem jungen Herrn? Weißt du, Mutti, das ist der junge Herr, der bei uns wohnt. Er gefällt mir sehr gut, der Herr Vogel. So heißt er doch, nicht? Ja, Mutti, so einen Vogelname hat er. Kennst du ihn? Nur vom Sehen. Ich hab nix dagegen. Aber, Mädchen, ich sag's dir im Guten. Lass die Stelle weiß nicht verführen. Das hat Zeit bis zur Hochzeitsnacht. Schmatz kannst ihm geben, aber nur grammweiß. Nicht mehr. Sonst hast du stelleweis den total ausverkauft und du bist die Lackierte. Aber Mutti, so weit ist es doch noch gar nicht. Aber es kommt so weit. Das hätte ich dem schüchternen Herr Vogel gar nicht zugetraut, dass der sich so ins Zeug legt. Ja. Das ist die bayerische Luft. Da hat's mich auch erwischt. Ich kenne meine Mutter gar nicht mehr. Erst blüht sie mich wie ein Augapfel und jetzt auf einmal gibt sie zu, dass ich dem jungen Mann einen Kuss geben soll. Ja, grüß Gott, schönes Fräulein. Ach, Sie sind ja der nette Herr, der mir gestern den Weg zur Apotheke gezeigt hat. Ja, der bin ich. Und heute stand die wieder zu Ihrer Verfügung. Wie wär's, wenn wir miteinander eine kleine Spazierfahrt machen würden ins Tirol rüber? Nee, so weit gehe ich nicht. Und überhaupt muss ich da erst meine Mutti fragen. Okay, das braucht's doch nicht. Doch. Meine Mutti hat nämlich gesagt, dass die alte Herren viel gefährlicher sind als die Junge. Ja. Und fast glaube ich, dass sie recht hat. Bin gleich wieder da. Wiedersehen. Schaffzeit! Ist denn das ein Liebstrutscherl? Schaut, dass die ausgerechnet da wohnen muss. Bitte sehr, bitte gleich daher. Ja, du lieber Gott. Die schwarze Katze, Rahmenmeier. Was möchtest denn du bei uns, ha? Ja, ein Schnaps bringst du mir. Schnaps. Korbi, wir sind jetzt auf dem Weg vom Bahnhof her so schlecht geworden, ja. Dass ich nicht mehr heimkomme. Denke mir schon. Sonst wärst du gar nicht reingegangen zu uns, gell? Also gut, einen Schnaps für den Herrn Rahmenmeier. Bitte sehr, bitte gleich. Gut, dass mir die Ausrede jetzt eingefallen ist, kann ich wenigstens noch ein bisschen da bleiben. So, Leute, bitte sehr, bitte gleich, da ist jetzt der Schnaps. Dann räumen wir mal Prost, Jus. So, ist das schon besser, gell? Ja. Weißt du, es wäre für uns kein Renommee, wenn dich bei uns der Herr Rüben der Schlagtreffer da. Ja, so schnell geht's auch wieder. Wir gehen ins Geschäft bei. Danke zu deiner Beruhigung. Hervorragend. Ja, das sind lauter Leute, die bei mir keinen Platz mehr haben. Mhm. Das hat's nur meine Reklame zu verdanken. Ja, da hast du gar nicht einmal so Unrecht. Ja. Korbi, jetzt bringst du mir noch eine Brotzeit. Eine Brotzeit für den Herrn Rahmenmeier, bitte sehr. Bitte gleich. Hunger habe ich zwar gefunden, aber... Also bis gleich. Grüß Gott. Ja, schon, das ist aber schön, dass Sie... Allmächtiger, das ist ja der Hies. Jesus Maria, die Ria. Ja, die Ria. Du Lumpekerl, du Gottschlechter, lebst du noch? Ja, bitte. Bin ich in der Woche schlecht bestrahlt. Die schwere Stelle weiß so bestrahle, dass dir die Stern vor der Augen tanze, du Lumpesack. Aber Ria. Für dich bin ich keine Ria, für dich bin ich die Frau Schätzelbach. Immer noch ledig hier's, seit du mich damals stelleweis. Die Brotzeit ist da. Warte, sie. Kannst dich noch erinnern, wie es, wie du
du mich damals stellweise rumgekriegt hast. Und was hast du mir geschworen? Ewige Liebe und ewige Treue hast du mir geschworen. Und du stirbst, wenn du mich nicht heiraten kannst. Warum bist du nicht gestorben? Solche Verrecker wie du laufen noch genug in der Welt rum. Das ist eine Verwechslung. Nein, nein, das ist keine Verwechslung. Vielleicht geht dir ein Licht auf, wenn ich dir sag, allein bin ich ins Bayernland gekommen und zu zweit bin ich heimgekommen. Wieso zu zweit? Da fragt der Tippel noch. Weil du meine Mutter zur ledischen Großmutter gemacht hast. Ja, dann ist ja das liebe Fräulein doch. Deine Tochter. Ah, 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 das schaut aber nicht gleich. Ihr Glück. Herr Ober, zwei große Kirschwasser der Herzhalte. Die Brotscheiße. Da hört man hübsche Neuigkeiten. Bitte sehr, bitte gleich. Also, du bist jetzt der Wirt von der Schwarze Katz. Ja, woher weißt du das? In der Zeitung habe ich deine Reklame gelesen, da ist mir dein Name gleich aufgefallen. Da habe ich mir gesagt, Ria, habe ich gesagt, deine Ferien verbringst du dort. Mein Leben lang mache ich keine Reklame mehr. So, bitte sehr, bitte gleich, das ist das Kirschwasser, bitte sehr. So, zum Wohl, gell? Prost, Hirs! Ja. Prost, Hirs! Noch zwei große auf meine Rechnung! Noch zwei große, das ist recht! Ja, ja, ich hab eigentlich das Nebenzimmer für euch reservieren lassen, ne? Das Nebenzimmer? Ja, damit ihr besser babbeln könnt, gell, Hirs? So, ist doch einmal, Hirs! Mir ist der Appetit vergangen. Kann's mir denken. Bist du verheiratet? Ja. Hoffentlich kräftig. Erkundigung. Das freut mich. Deine Frau muss ich stelleweise dringend kennenlernen. Um Gottes Willen, das war mein Tod. Umso besser. Wolltest ja zu meiner Zeit schon gern sterben. So, da ist jetzt das Kirschwasser so. Bitte sehr, bitte gleich. Prost, Hirs! Halt, du bleibst da! Wir haben noch gar nicht richtig geredet miteinander. Jetzt kommt ja erst die Hauptsache. Ich werde dir jetzt eine Rechnung präsentieren. Rechnung? Für nicht gezahlte Alimente. Ich hab's gnädig gemacht. 5.760 Mark. Ich bring dir die Rechnung. Und inzwischen kannst du dich stelleweise besinnen, was Vaterpflichten und Mutterfreuden sind. Du, 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 du. Mark. Mhm. Wenn das mein Alter erfahrt, dann bin ich erledigt, bin ich hin. Ja, was tue ich denn jetzt? Das tust du erst einmal bei mir zahlen, gell? 5.760 Mark, da bin ich ruiniert. Nein, das brauchst du bei mir nicht zahlen. Du sollst jetzt einmal vier große Schnaps, die sind einmal 6 Mark, gell? 6 Mark, eine Brotzeit hast du ja auch gehabt, macht auch 6 Mark. Bier oder Wein hast du nicht, gell? Ja. Man macht 17 Mark. So. Kann ich los, da hätte ich's mir rausgeben. Danke, gell? So, dann. Erledigt. Gut, Corby. Bitte. Ich trau mir nicht mehr an. Das glaube ich. Wenn deine Frau erfährt, dass sie für ein Liebesabenteuer, an dem sie selber gar nicht einmal beteiligt war, 5.000... Wie viel waren das eigentlich? Möchte ich nicht in deiner Haut stecken, sag ich dir. Corby, du bist doch ein Berufskollege von mir, gell? Seit neuem, ja. Ja, ja. Du sag mir, weißt bei den keinen Rat, wie wir das verhindern konnten, dass die Frau Ria Schätzelbach da mit meinem alten Sohn kommt. Weiß jetzt auch nichts. Doch, ich wüsste ein Mittel. Jetzt pass auf. Du bist zugleich der Wirt von der Schwarzen Katz, sowie auch von der Blauen Gans. Ja, und dein Wirt? Ja, die ist ja für 3 Tage verreist. Du bist hier heimgekommen, ist die ganze Geschichte erledigt. Aha. Jetzt weiß ich aber nicht, warum ich das machen soll. Ja, weil du immer bei uns dann da sein kannst. Verstehst du? Folgedessen, wenn du da bist, geht sie nicht lieber zu deiner Frau, ne? Aha. Ach so, ja. Also, ja, das muss man überlegen. Da hätte ich die Defizite-Rechnung. Ja, das kann ich nicht zahlen. Ist das deine Frau, die in der Küche ist?
Ich glaub, die Stelle weiß für dich ein bisschen zu jung. Ja, das ist nicht meine Frau. Das, ja, wo hast du dann deine Frau? Oder hast du mich belogen? Ja, also unsere Alte, ich meine unsere Frau, die ist in dem anderen Betrieb drüben. Hast du zwei Hotels? Ja, also herüben ist er und da drüben ist sie. Ja, wenn du zwei Hotels hast, brauchst du dir doch welche der lumpische 5.760 Mark kein Kopfzerbrechen machen. Eben. So, jetzt ist direkt drauf. Der kommt nie mehr. Der kommt wieder. Der hat so viel Angst vor seiner Frau, dass er ihn Tag und Nacht nicht mehr aus den Augen lässt. Also hartherzig bin ich dann doch nicht. Und die 5.760 Mark will ich auch nicht. Mm-mm. Ich wollte ihm nur stelleweise ein bisschen heiß machen, in der sein Hintern. Ja, sieh vor ihm fein. Ah, guck mal da. Kann ich Ihnen stelleweise auch gefallen? Mhm. Herr Ober? Ja. Bringen Sie mir bitte zwei Bouillönchen mit Ei. Zwei Bouillönchen, ja. Mit Ei, bitte, bitte gleich so. Herr Ober? Ja. Bitte bringen Sie uns zwei Bouillon mit Ei. Zwei Bouillon. Jetzt dürfen wir uns bald eine Hühnerfarm anschaffen. Also, wenn ihr nicht schon Unzeit hätte, zieht ihr die wieder aus. Da haben wir es ja daheim schöner. Nörgelt doch nicht immer. Also, mir gefällt's. Das ist eben ländlich sittlich. Das sag ich auch. Da haben sie es nicht schlecht erraten. Wissen Sie, ich bin lieber in den bürgerlichen Hotels, als wie in den großen, wo sie einem die Hypothekenzins schon auf den Subruf schlagen. Na, no, da hörst das. Wenn ich schon fortfahre, will ich alle Bequemlichkeiten haben, sonst kann ich gleich daheim bleiben. Ja, mein Mann ist halt ein bisschen verwöhnt. Das sind die Mannsbilder, stelleweise alle. Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle. Ich bin die Frau Schätzelbach aus Hesse. Frau Administrator Hammel. Was? Administrator sind Sie. Wo? In München, in einem großen Haus. Mit 36 Parteien. Da bin ich Hausmeister. Julius, du lernst es nie, etwas aus dir zu machen. So, Mutti, da bin ich. Darf ich vorstellen, das ist meine Töchterchen Ria, Herr und Frau Hammel, unser Zimmernachbarn. Freut mich sehr. Mich auch, Fräulein. Mich auch. Bleib doch sitzen! Sag mal, da ist jetzt gleich mal die Suppe. Suppe! Sie haben ja die Daumen in der Suppe. Macht ja nichts, ist ja nicht mehr heiß, nicht? Manieren hat der so fürchterlich. Da weiß man nicht, sind die Fettaugen vom Fleisch oder von der Daumen. Heute ländlich, sittlich. Ah, jetzt kommt die zweite Sud. So. Bitte sehr, bitte gleich. Darf ich da her? So, einen guten Sag ich gleich. Oh, ja, was ist da? Das war ja nur eine ganz kleine Fliege, ne? Was? Sie haben Fliege in der Küche? Genügend, genügend! Aber da draußen haben wir es aber gleich mit dem Seier raus, ne? Dann geht's es besser. Ein Besteck bräuchten wir auch. Ja, ein Besteck braucht er. Ein Besteck? Ja, ich hab. Ja, bitte. Das ist ja. Allmächtige! Ja. Wo gibt's dann das, dass man stelleweise die Löffel im Hosensack serviert? Ich habe bloß zwei Hände. Die gehören doch in der Suppenteller. Die Hände? Nein, die Löffel. Sie saudumme Löffel. Das ist gut, das muss ich mir merken, natürlich. Das ist ja logisch. Julius! Für dich wäre es auch besser, auf die Fettaugen in deiner Suppe zu sehen. Sind Sie stelleweise immer so laut beim Essen? Du bist doch wirklich nur auf der Welt, um dich zu blamieren. Mahlzeit! Jetzt habe sie aber ihr Frauchen sauber in der Saft gekriegt. Ach ja, ihr seid doch so gut. Bring mir ein Natron aus der Apotheke. Die Daumen von der Oberliche mir im Mare. Ich geh jetzt nuff und leg mich um.
ist aber schade, dass Sie Ihr Frausche Vertriebe haben. Dann weiß mir so, wie es jetzt ist, viel lieber ist. Wenn ich einen Mann hätte, er müsste immer bei mir sein. Bei dir, Schatz, wäre das ganz was anderes. Ja, aber ich muss jetzt in die Apotheke, sind Sie mir nicht böse. Vielleicht ein anderes Mal. Wiedersehen. Also ausgeschlossen war das nicht, dass ich Ihr Typ bin. Julius! Das ist mein Ausdruck. Ich komm schon, Mausi. Stimmt das alles, was du mir da von dem Rami Meier erzählt hast? Ich hab doch alles mit angehört, nicht? Ja, und der ist jetzt vorübergehend unser Wirt. So ist es. Es ist ja immer nichts anderes übrig geblieben. Du, hoffentlich lässt sich der recht oft bei uns sehen. Der kann was erleben. Mir fällt auch schon ein, wie wir den blitzen können. Ja, ich sag aber, ganz der Braut, gell? So, jetzt? Wenn einer unter dem Golgen steht. Ja, der Herr Rammelmeier. Ja, was verschafft uns denn die Ehre, Herr Rammelmeier? Kriegen wir vielleicht was, Herr Rammelmeier? Ja, ein Schnaps. Ein scharfen. Ich brauche nur scharfe Sachen. Den können Sie haben. So scharf, wie Sie ihn vertrauen können. Corby, einen Schnaps für den Herrn Rammelmeier. Kann man Ihnen den richtigen Ort teilen? Okay, was heißt denn da teilen? Sie als unser zukünftiger Wirt brauchen doch überhaupt nichts zahlen. Sind Sie doch zechfrei. Hat er das der Corby gesagt? Freilich. Wir Dienstboten müssen doch schließlich wissen, mit wem wir es zu tun haben, ne? Beim jedem Party darf man ja schließlich nicht bleiben. Soll ich Ihnen vielleicht die Frau Schätzelbach holen? Warum? Ich meine nur, weil Sie gesagt haben, Sie brauchen heute halt nur scharfe Sachen. Seit wann ich hätte, mache ich jetzt Selbstmord. Das ist der Schnaps, gell? So, dann. Prost! Hier ist. Warum trinkst jetzt du den Schnaps? Weil mir nur schlecht ist es wie dir. Komm, ja. Meinst du, dass die Geschichte gut ausgeht? Dies geht gut aus zu deiner Beruhigung. Geht gut. Ich zeig mich schon erkenntlich. Brauchst du nicht? Wir kommen zu unserem Sachen. Ach, der hier's. Das ist aber nett, dass du wieder mal da bist. Da können wir ja stelleweise kleines Wiedersehen feiern. 25 Jahre sind eine lange Zeit. Da gibt's viel zu reden. Ja, ja, ganz viel zum Reden. Ja, ja. Lass euch hier gleich die Flaschen da, gell? Bitte sehr, bitte gleich. Du warst damals ein fescher Bursch, hier's. Kannst dich erinnern? Ja, ja, ich kann mich noch erinnern. Ja, ja. Nur 5.067 Mark. Ach, welche der lumpische paar Mark, lassen wir uns doch nicht die Freude verderben. Hast doch dafür ein blitzsauberes Töchterchen. Ja, um 5.067 Mark. Ist sie unter Brüdern wert? Sie weiß nicht, dass du ihr Vater bist. Und sie soll's auch nicht wissen. Du Wirt, da ist einer draußen, der will den Hypothekenzins einkassieren, der heute fällig ist. 240 Mark kriegen. Wo der reiche Rammelmeier eine Hypothek hat. Ich hab auch eine Hypothek auf meinem Haus. Wäsche der Steuer. Ich zahle nichts. Also Wirt, wenn das die Leute erfahren, was du alles nicht zahlst, also da kannst du dich wirklich nicht mehr sehen lassen. Ich schäme mich für dich zu Tode. Wirt! Doch. Ich mir schon. Wir rechnen noch ab. Trag alles genau auf ihr Konto ein. Ja, hier, wo willst du dann hin? Heim. Nüber. Ich hab das Gefühl, dass wir heute noch mehrere Zahlungen erwarten. Komm, so. Bleib doch da, das ändert doch nichts. Manchmal gibt's nach, da braucht man die Brieftasche gar nicht aus der Hand legen. Prost! Weißt du, dein Töchterchen ist ein fehlerfreies Mädchen. Das heißt, an einem auch hat sie ein kleines Nervenzucken. Ja, das war ja mein Unglück. Wieso dein Unglück? Ich meine, das ist ein Unglück. Ja, ich hoffe, dass das in der bayerischen Luft besser wird. Ja. Luftveränderung soll sehr gut sein, sagt der Doktor. Ja, den Doktor soll der Teufel finden. Ja. Du Wirt, schon wieder was zum Zahlen? Ja, ja, nur Kleinigkeiten. Da wäre ich eine Vorauszahlung ans Finanzamt von
365 Mark, ja, und die Tafel ist ein und zum Zollen 120 Mark. Macht zusammen 485 Mark. Bitte sehr. Folge mir gar nicht ein. Ich bin doch nicht narrisch. Ja, aber der Herr da draußen wartet schon mit seiner Markensammlung. Kennst du das Lied? Kuckuck, kuckuck. Ich hab kein Geld. Was hast du denn? Ich hab kein Geld da. Also. Ja, da schickst doch die Rechnung seiner Frau rüber. Das mach ich. Ich will gerade das Biergeld auf der Bank einzahlen. Ach so, ja. Muss ich das dabei nehmen? Ja, mein Lieber, bist halt ein bisschen schlecht bestrahlt in dieser Woche. Bitte sehr, bitte gleich. Und du, der Stereo, kommen wir noch mit. Nein, die Hauptsachen sind jetzt alle erledigt, gell? Bitte sehr. Alles recht. Da haben wir auch schön davor stehen sein lassen. Jetzt muss ich auch das Maul halten. Aber jetzt. Wir haben doch so schöne Stunden miteinander verbracht. Und bei einem süßen Geheimnis muss man stille weißes Maul halten. Ja, jetzt müssen wir entschuldigen. Jetzt muss ich lieber heim. Ja. Ich komme am Abend wieder rüber. So was muss mir passieren. Mir, den Rammelmeier. Ich glaube, die Vaterschaft hat ein bisschen das Gehirn durcheinander geschüttelt. Das ist ein nervöser Kerl, ein nervöser. Ich glaube, ich bin ein bisschen bedibbelt. Ich lese mich noch mal um. Ist er schon fort? Der kommt da so schnell immer wieder. Die Gaudi kommt ihm nämlich zu teuer. So, jetzt wollte ich ihm gerade meinen rückständigen Lohn von 2 Jahren präsentieren. Macht nix, Corby. Das langt auch so. Ja. 785 Mark hat der zahlt. Das ist das schönste Motiv zum Aufhängen. So ist es. Prost, Corby. Ja, Prost. Du. Du, der darf sich gar nicht aufhängen, weil es ihm seine Frau gar nicht erlaubt. Ach, jetzt ist mir wieder leichter. Ja. Jetzt sind meine ganzen Rachegedanken befriedigt. Ach so. Grüß Gott, mein Herr. Grüß Gott, der Herr. Bitte sehr, bitte gleich. Und wo, um Gottes Willen. Sag mal, was soll denn der Aufzug da? Ja, ich bin stellerweise der neue Ober. Was? Ja. Spinnst du? Ich war doch nicht im Irrenhaus, oder? Nein, aber im Zuchthaus. Und wenn du gescheit bist, fass sofort wieder rein und lass dich aufs Neue einsperren. Warum? Ja, weil wir momentan einen anderen Wirt haben. Wollt's mir vielleicht zum Narren halten? Ich möchte jetzt wissen, was da los ist. Tu dich nicht aufregen, Wirt, und freu dich mit uns. Denn ja. Erstens sind wir total ausverkauft. Und zweitens haben wir eine Vorauszahlung ans Finanzamt von 1100 Mark und 200 Mark Kasse. Drittens haben wir den Hypothekenzins von 240 Mark bezahlt. Und viertens erzählen wir dir die ganze Geschichte, wie das so hergegangen ist. Na, wie waren wir? Spitze! Das mit dem Geld passt mir überhaupt nicht. Ja, hoffentlich macht mir der Rannemeier keine Schwierigkeiten wegen dem Schwindel. Ach was, der hat bei dir doch nur seine eigenen Zinsen gezahlt. Der Aderlass schaut dem gar nicht. Mhm. Auf unseren Erfolg. Prost, so, jetzt haben wir aber gerade nur unsere Gäste warten aufs Frühstück. Halt, die Flasche bleibt da. Sie bleibt da, die Flasche. Aber du bleibst nicht da, gell? Nicht? Ich nicht. Na, ist okay. Und mir aus. Das Marderleben schon wieder los. Froh bin ich, wenn diese Saison vorbei ist. Das ist auch wieder mein Lieber. Mit Ihrer Dienstbote können Sie zufrieden sein. Ja, ja, schon. Aber was nützt mit den Dienstboten, wenn es hinten und vorne nicht stimmt, nicht? Ich hoffe, dass wir Sie nicht untreu werden.
Auf dem Fallen, auf den ihr eigentlich die zwei entfädelt haben. Auf gar keinen Fall. Mhm. Spaß muss sein, hat er gesagt und hat seine Schwiegermutter die Treppe runtergeschmissen. Ich meine, was tut man nicht alles aus der Verzweiflung, gell? Die zwei haben's ja nicht böse gemeint. Aber wissen Sie, bei mir stimmt's halt einfach nicht mehr. In den gastronomischen Betrieb gehört der Frau. Sonst geht mehr raus als wie rein. Ja. Na, ich weiß das von mir. Ich hab doch eine gut gehende Wirtschaft. Aber bei einer alleinstehenden Frau macht man ja, was man will. Ich bräuchte stelleweis dringend einen Mann. Glaub ich, ja. Natürlich möchte ich keine zu alten. Krankenpflegerin möchte ich stelleweis noch nicht machen. Vielleicht bin ich ja noch eine Frau in der besten Jahr. Ja. Aber den Mannsbilder, den schlechten Kerle, kann man ja stelleweis nicht trauen. Ja, da haben Sie recht. Mit dem Mannsbilder ist ein Kreuz, gell? Das sind Sie aber, das erste Mannsbild, das das zugibt. Stelleweis braucht man so halt doch die Lumpe. Herrschaftszeiten, wenn mir nur der Rammemeier wegen dem Geld keine Schwierigkeiten macht. Ich könnte jetzt heiraten, eine gute Partie. Pensionierter Eisenbahner. Aber das nützt mir gar nichts. Ich brauche einen Mann, der was vom Geschäft versteht. Ja, genau. Solcher wäre richtig für Sie. Ja, aber bis man so einen halt findet, gell? Ach du lieber Gott, ist das ein Stoffel! Was? Sie, das Dörfchen hier gefällt mir gut. So. Haben Sie nicht ein Objekt, das man stelleweise ausbauen könnt, sozusagen als Konkurrenz für die schwarze Katz? Ja, um Gottes Willen. Bin ja ich schon pleite, wenn es da nur eine dritte Wirtschaft da wäre. Das käme doch ganz drauf an, wie man es aufziehen tät. Ich täg die Wirtschaft zum blauen Bock heißen. Ja, was glauben Sie, was da los wäre? All meine Freunde, Bekannte wären in den Ferien da. Da könnte man als Grazache de Hesse kommen. De Hesse kommen. Ach so, jetzt verstehe ich Sie. Also, wenn das hier ernst ist, ich wäre nicht abgeneigt. Ich wäre auch nicht abgeneigt. Ja? Ja, gut, dann können wir es mal Wirtshaus abkaufen. Allmächtiger, der ist mir der Wahre. Ja, muss man denn grad immer eine Wirtschaft kaufen? Kann man denn eine Wirtschaftsstelle weiß nicht auf andere Art kriegen? Sodass man sagen könnte, später mal, das ist unser blauer Bock. Unser blauer Bock. Jetzt glaube ich, brauche ich noch einen Schluck. Na, ist das vielleicht kein Angebot? Kolbi! Bring mal die Zeitung vom Samstag. Nur nicht pressieren. Jetzt trinken Sie mal ganz in Ruhe Ihr Gläschen aus und bei Gelegenheit können wir dann weiterreden. Erst stelleweise richtiger, strammer, blauer Bock. Ja, so ist recht. Ja, und was gibt's denn? He? Kolbi, lies mir mal gleich mein Horoskop von der Woche vor. Ja, das kann ich dir so also. Dass du im Gefängnis warst und dass du einen finanziellen Aufstieg hast. Red nicht, lies! Ja. Das kann unter Umständen sehr wichtig sein für mich. Für mich nicht. Ja. Was bist du? Krebs. Ah ja, das war nicht einmal klar. Wo haben wir denn da? Aha. 22. Juni bis 22. Juli, ja. Ah ja. Sie dürfen sich an schwierige Projekte heranwagen. Haben wir schon. Herzensangelegenheiten sind gleichfalls unter sehr guten Einflüssen. Das stimmt genau. Aus interessanten Begegnungen mögen sich tiefergehende Bindungen entwickeln, doch müssen unklare Verhältnisse bereinigt werden, um erdrücklichen Folgen vorzubeugen. Das, wie es nur so zutreffen kann. Also ich sehe schon. Ich komme meinem Schicksal nicht mehr aus. Wieso? Kolbi, stell dir vor, die Frau Schätzelbach hat gerade durch die Blume angedeutet, dass sie da rein heiraten möchte. Was sagst du jetzt da dazu? Stellerweise kannst du es ja probieren. Ja, ob es jetzt nur so bankrott ist oder ob du heiratest, auf Fürs kommst du sowieso nicht mehr. Wenn ich nur wüsste, ob sie nicht ein recht ein böser Teufel ist. Ich muss dir schon sagen, also, vor 4 Tagen war das eine sehr unbequeme Frau. Aber jetzt?
Jetzt ist sie mir sehr sympathisch. So. Aber sehr sympathisch, muss ich sagen. Ja, probier's noch grad einmal, Bier. Stehler weiß, werd ich von dir auch nicht mehr so viel verlangen, ne? Ja, ja, so. Jedenfalls gratuliere ich dir. Danke schön. Bitteschön. Zu was denn? Zu deiner bevorstehenden Hochzeit. Du, noch bin ich nicht verheiratet, gell? Aber du wirst es. Aha. In den Sternen steht's geschrieben. Schau genau, wie siehst du's nicht? So, da lang. Schaffzeiten, ich sag's ja. Wenn der Mensch kein Geld hat, dann kehrt er der Katz. Das. Schaust denn immer dann auf? Ja, ich schau ja nur, wie es Wetter wird. Ja, lokale Niederschläge sind zu erwarten. Grüezi, Dirk. Das wirft mir mein ganzes Programm über den Haufen. Du sollst mich anschauen. Was meinst du denn mit dem Auge? Oder? Vielleicht wäre eine Programmgestaltung mit mir auch nicht uninteressant. Weiter, Alte. Du, ich bin keine Alte. Das werde ich dir beweisen. So, bitte sehr, bitte gleich. Da ist jetzt das Frühstück für dich erschaffen. So, dann. So, ein Kuchen, gell? Wo sind die Eier? Die Eier, ja, die hat eine Frau abbestellt. Warum? Ja, wissen Sie, Corby, er wird mir sonst zu dick. Ist Ihnen was ins Auge eingefallen? Wieso denn? Hey, ich meine, weil Sie so blinzeln. Nein, das hat seine Gründe. Na, tut sich Dirk, die wird doch nicht auf mich scharf sein. Feuer! Seit wann rauchst denn du? Seit heute. Aha, und mir hast du es verboten. Vielleicht imponiert dir das besser. Um Gottes Willen, was willst du denn jetzt? Dass das weiß, gell? Morgen reisen wir heim. Wieso denn auf einmal? Weil du so sehr an schlaflosen Nächten leidest. Und das ist nicht gut in deinem Alter. Ach, dieses Geschoss da oben hat dich doch ganz damisch gemacht. Okay, das bildst du doch bloß ein. Lass dir seit 3 Tagen nach, als wäre ein Hunderl und deine Augen barstest dir raus, als wäre ein Frosch. Ja, wenn's mich immer anblinzelt, kann ich doch auch nicht unfreundlich sein. Ich will nichts mehr hören. Herr Ober! Wir reisen. So, bitte sehr, bitte gleich. Herr Ober? Bitte die gesamte Rechnung, wir reisen morgen heim. Was? Ja, 4 Tage sind wir hier, den Überschuss der Vorauszahlung richten Sie uns bis morgen her. Ja, um Gottes Himmels Willen, es würde uns furchtbar leid tun, wenn es 2 so liebe Gäste auf einmal verlassen würden. Nein, wir fahren heim. Julius, komm, wir packen. Das heißt, ich pack. Ja. Auf nichts darf man sich freuen. Ja, grundsätzlich, irgendwas ist in die Spieler, die hinten eingefahren, dass die auf einmal abreißen will. Mein Lieber, das muss verhindert werden. Geht's mir smog? So, Mädchen, du weißt jetzt, was ich für Absichten habe. Ich hoffe, du verstehst es und bist mir nicht böse drüber. Aber Mutti, wie soll ich dir denn böse sein? Ich freue mich doch drüber und wünsche dir, dass du brave, ordentliche Mann kriegst. Brav ist er. Und ordentlich mache ich ihn mir schon. Also komm, hock dich her. Jetzt kommt das andere. Also, du bist jetzt schon so gut wie verlobt. Und wenn du so schnell als möglich heiratet jetzt, hätte ich nichts dagegen. Wirklich? Ich freue mich ja so. Das kann ich mir denken. Aber es wäre jetzt an der Zeit, wenn er ehrliche Absichten hätte, dass er sich bei der Mutter vorstellen tät. Ja, weißt du, Mutti, der traut sich noch nicht recht. Was heißt traut sich nicht? Sich aus, als ob ich ihn fresse tät? Sicher nicht. Na also, her damit. Da bringen wir die Sache in Ordnung. Je schneller, desto besser. Doch, echte Supermutti. Ich hol ihn sofort. Alla, diese Stelle war ich noch mehr verliebt, als wie ich das damals war. Oh, ich will Hilfe, Hilfe! Allmächtiger, was ist da los? Frau Schätzelbach, stellen Sie sich vor, mein Mann ist täglich gegen mich geworden. Da muss er aber noch stark in Sie verliebt sein. Oh, ich bin ganz konfirmiert. Ich sag ganz harmlos zu ihm, er soll die Koffer packen. Da dreht er sich um, schaut
und sag, ich bin doch nicht der Hans Wurst. Mir ist vor lauter Schreck die Kleiderbürste aus der Hand gefallen und ausgerechnet meinen Mann an den Kopf. Und alles nur wegen ihrer Tochter. Wieso wegen meinem Töchterchen? Ja, wegen ihrem raffinierten Augengezwinker. Sie, das kann sie in der Großstadt machen. Da fällt mir dann so saublöde Mannsbild rein, wenn er wieder meinig ist. Sie, jetzt horche sie mal, Frausche. Jetzt will ich Ihnen mal was sagen. Ich bin eine seelengute Haut. Aber wenn Sie weiter mit Ihrem Mundwerk so spazieren gehen, da kann es passieren, dass mir was aus der Hand fällt und stelle weiß Ida auf den Kopf. Oh. Und was mein Töchterchen betrifft, so ist das ein tadelloses Mädchen. Für die lege ich meine Hand ins Feuer. Und wische dem Auge Zünger, brauchen Sie sich gar nicht aufzuregen. Da kann das arme Ding nichts dazu. Das ist ein Nervenzucken. Dann soll ich ja die Augenblende tragen. Ich bleib keine Minute länger hier in diesem Haus. Wir reisen sofort ab. Bleiben Sie! Wir reisen! Nein, bleiben Sie doch! Gönnen Sie Ihrem Mann die Erholung. Da können Sie gleich der Dippelfläche, den Sie ihm an den Kopf geschlagen haben. Allmächtige, das ist ein Getippe, ist das hier? So, Mutti, da ist er. Geh hin, Max, Mutti, beiß dich nicht. Grüß Gott, Frau Schätzelbach. Mein Name ist Fink. Was heißt hier Fink? Sie sind ja gar nicht der Vogel. Doch, Mutti, das ist mein Spatz. Spatz hin, Fink her, ich will einen Vogel. Aber, gnädige Frau, das ist doch sinngemäß das Gleiche. Ist es nicht. Wie kommst du überhaupt zu dieser verkehrten Vogel? Aber, Mutti, du hast doch selber gesagt, du hättest nichts dagegen, wenn ich den Herrn Vogel heirate. Und ob das jetzt ein Fink ist oder ein Spatz, das ist doch wirklich egal. Wir machen auf alle Fälle eine Vogelhochzeit. Immer nur langsam. Das wäre mir das Richtige. Das ist vielleicht ein frecher Spatz. Fink! Die sind genauso frech. Allmächtige, was man mit den Kindern mitmacht, bringt die mir einen halbflüggen Fink daher, der Stelle weiß noch nicht einmal alle Federn hat. Und ich hätte für sie der schönste Vogel. Aber Mutti, noch schöner gibt's doch gar nichts. Frau Schätzelbach. Husch. Was redet sie denn immer, wenn ich da mit meiner Tochter schwätze? Da habe sie gar nichts zu piepsen. Mein Mutti schimpft. Jetzt weiß ich, dass alles gut wird. Du weißt gar nichts. Und überhaupt soll sich der feine Herr erst einmal bei mir legitimieren. Ich gebe doch mein Mädchen nicht jedem dahergelaufene. Aber bitte sehr, liebe Schwiegermutter. Ah, Schwiegermutter, sagt er zu mir. Firma Max Fink, Kaffeeimport. Was sind Sie? Kaffeesiede? Kaffeegroßhandlung, liebe Schwiegermutter. Immer schön langsam mit der Schwiegermutter. Haben Sie gute Kaffee? Nur die beste Mischung. Mhm. Also, Frau Schätzelbach, meine Eltern sind damit einverstanden, wenn ich Ihre Tochter heirate. Und morgen soll ich Ihnen meine Braut vorstellen. Mächtige, diesmal ist es verkehrt rausgegangen. Wie viel Schmätzchen hast du deinem Spatz schon gegeben? Bis zum Ausverkauf. Das reicht, da weiß ich, wo ich dran bin. Also unter diesen Umständen, es bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als dass ich meine Einwilligung gebe. Mutti! Schwiegermutter! Auf Ihre Restposte kann ich verzichten. So, und morgen reisen wir ab. Aber warum? Wegen deinem Zwingern. Ich zwinger doch gar nicht mehr. Herr Spatz hat mir Mittel gesagt. Das Mittel kenne ich aus eigener Erfahrung. Herr Ober! Höchste Zeit, dass du in eine andere Luft kommst. Bitte sehr, bitte gleich. Herr Ober, ich mach den Flattermann. Ja, wohin? Wir reisen ab. Machen Sie mir die Rechnung mit der Vorauszahlung bis heute Abend fertig. Ja, wo ist denn? Ria, komm! Ja, was ist jetzt? Ja, Herr Ober, ich reise natürlich auch ab. Bitte schön, auf meine Rechnung. Ja, aber Herr Zeisig, Drossel, Amsel. Fink, das ist mir wurscht. Was pressiert Ihnen denn so? Ich muss doch dahin gehen, wo meine Fink hingeht. Kapiert? Ja, ja. Also, die Schuld ist ja bloß dieser Papagei mit ihrer saublöden Blänzlerei. Jetzt sollen wir das ganze Geld zurückzahlen.
und haben kein Feeling mehr. Jetzt passt bei mir Krug auch nicht mehr. Nein, jetzt auch nicht mehr. Was? Wir packen deine Koffer, wir wandern aus. Was? Ja, stell dir um. Unsere ganzen Gäste reisen jetzt ab. Und jetzt müssen wir alles rausbezahlen und haben bloß bezahlte Rechnungen im Haus. Ja, um Gottes Willen, ja. Was machen wir denn jetzt? Bobby, lassen Sie mir mein Gepäck zu dem 9 Uhr Zugmarsch früh zur Bahn schaffen. Ist gut, um Gott. Wird, wenn du mich brauchst, ich hänge ein Dachbund rum, gell? Ja, was hat er dann? Ja, mein, der sorgt sich heute um mich. Jetzt reisen Sie auch noch ab. Tut Ihnen das so leid? Nein, haben Sie eine Ahnung. Und wenn ich da bleibe, Dad? Wirklich? Sie dann können Sie meine ganze Wirtschaft haben, samt mir. Es hat aber lang gedauert, bis du zu dem Entschluss gekommen bist. Mein Gott, was tut man nicht alles aus Verzweiflung, gell? Aus Verzweiflung sollst du mich gerade nicht nennen. Nein. Ich nehm dich auch nicht aus Verzweiflung, ich nehm dich, weil er mir nicht mehr aussieht. Was? Nein, ich mein, weil ich einsehe, dass das Leben zu zweit heute halt viel schöner ist. Ich muss mir jetzt ein bisschen nieder. Ich bin ganz hin vor lauter Glück. Ich schmeiß mich schon. Noch ein bisschen verdippelt, der Gustl. Aber das macht nix, den richte ich mir schon. Ober! Ja. Kommi! Heiland, wo bleiben die wieder? Das ist ein Schlampenverein, ist das hier. Alles lasse sie stehen. Das wird anders, wenn ich hier Wirtin bin. Gab's dich. Nicht einmal in Ruhe kann der Mensch Selbstmord machen. Ne? Aber was gibt's denn? Ha? Ein Ober sagt bitte zu seinen Gästen. Ja, Sie sind ja kein Gast mehr, Sie reisen ja ab. Kobi, die Rechnung... Bitte lassen Sie mich mit Ihrer Rechnung zufrieden. Ich muss mir doch zuerst noch mal um einen Strick schauen. So, was brauchen Sie da einen Strick? Ja, zum Murksi. Allmächtiger, ich glaube, Sie haben einen Vogel. So, jetzt lassen Sie mich mal ganz in Ruhe retten, gell? Ja. Also, die Rechnung für mich brauchen Sie nicht mehr fertig machen, weil wir bleiben wieder da. Ja, freilich. Ich bleib sogar für ganz da. Nein, so ein Unglück. Was? Nein, so ein Glück, ja, und das Fräulein Tochter und der Herr Vogel. Fink, ich bleibe mindestens noch 6 Wochen. Also, ich muss Ihnen sagen, Frau, ab heute brauchen Sie mir kein Trinkgeld mehr zu geben. Nee, das machen wir nicht. Echt? Hier, nehmen Sie das. Aha. Kaufen Sie sich ein paar Zigarren. Ja, gibt's überhaupt so kleine Zigarren? Halt, halt! Hier nehmen Sie das auch mit. Ja. Kein Gang darf leer sein. Ja, bloß ich bin immer voll. Komm, ich schau mir die. Grüß dich, Gott, Ria. Ach, der hier's. Lässt du dich auch mal wieder angucken? Ja, ich hab gehört, du tätst abpreisen. Und da haben wir mal gedacht, ich lauf schnell rüber und bring dir zum Abschied die Blumen. Danke, sehr nett von dir. Die hast du wohl gerade so schnell zusammengerupft. Naja, in der Eile heute. Kannst mir denken. Hättest dich gar nicht so strapazieren brauche. Ich kann dir zu deiner Beruhigung sagen, dass ich ganz da bleib. Da bleib. Wieso? Gell, das freut dich. Ich hab's mir überlegt und bin zu dem Entschluss gekommen, dass es das Beste ist, wenn ich heirate. Heiraten? Warum denn nicht? Nachdem du mir die Alimente doch nicht zahlen kannst, muss ich mich auf andere Art versorgen. Ja, wen willst du heiraten? Den Wirt von da. Von da? Ah, sicher, den hat mir der Schicksal direkt in die Hand gespielt. Ja, aber meine Frau? Glaubst du, dass ich deine Frau noch frag, wenn ich mein Herz allerliebste heiraten will? Maria, das gibt ein Unglück. Jetzt wirst du sehen. In 6 Wochen sind wir zwei entweder gute Partner, oder einer von uns zwei muss das Feld räumen. Einer von uns zwei muss das Feld räumen. Das bin ich. Entweder der Schlag mit mir, Alte. Oder ich tue mir was an. Auf alle Fälle kenne ich der Katz. Ja, was tue ich denn jetzt? Was tue ich denn jetzt? Ja, der Rahmelmeier. Was tust denn du bei uns herum? Gustl. Gustl,
Ich bin erledigt. Bist bankrott? So ungefähr, ja. Ja, du warst der Einzige, der mir helfen könnte. Ich kann dir nicht helfen. Ich habe selber kein Geld. Du brauchst kein Geld. Du kannst da unter Umständen sogar was verdienen dabei. Verdienen? Mhm. Ach so. Und was müsste ich da machen? Herr Gustl, du wärst ja vom Kolbe schon gehört, dass die Frau Ria Schätzelbach, die bei dir wohnt, nicht? Und ich? Ja, ja, das weiß ich schon. Ja, und dass du noch Alimente zum Zahlen hättest, das weiß ich auch. Ja, das wäre das Wenigste. Ich habe gerade vorher mit ihr gesprochen und da hat sie so durchblicken lassen, dass sie Heiratsabsichten hat. Okay. Mhm. Auf wen? Ja, auf mich. Auf die? Ja, aber du bist doch schon verheiratet. Das geniert sie gar nicht, hat sie gesagt. Ja, und die Frau? Ja, die tät sie schon gar nicht fragen, hat sie gesagt. Wenn sie ihren Herz allerliebsten heiraten möchte. Und der Herz allerliebste bin ich, verstehst? Bin ich, weil sie doch auf ältere Rechte Ansprüche hat. Hat sie das auch gesagt? Ja, nicht so direkt, aber da gibt's doch keinen Zweifel, nicht? Jetzt kannst du denken, Gustl, wie mir ist. Ja, aber ich weiß nicht, wie soll ich da helfen? Gustl. Du bist doch ein gut aussehender Mann. Hast einen Kopf auf, mein. Ja, wirklich, da ist alles dran, ja. Und die Figur. Und wenn du dich vielleicht ein bisschen so hinpirschen darfst an die Frau Ria Schätzelbach, vielleicht tät sie dann auf mich verzichten. Meinst? Ja, tot sicher. Ja. Ja, schau mir an, was bin ich denn schon? Was kann ich denn schon? Schnarcher tue ich bei der Nacht. Okay. Ja, und mit der Lieb wird's auch nicht mehr so recht zufrieden sein. Ja, ich mein, probieren kann ich's ja, gell? Ja. Ja, und was kriege ich, wenn's mich anstatt deiner heirat? Ach so, ja. Also, ich lass mich da nicht lumpen. Also, du kriegst von mir bare 200 Mark. Ich hab's ja gehabt. Ist zu viel, gell? Viel zu wenig. So. Ja, was tätst das da du verlangen? Pass auf, Reimemeier, du kannst mich sogar Bargeld loszahlen. Bargeld los, das ist ein Wort. Okay. Ja. 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 Du streichst mir ganz einfach die Hypothek für den Liebesdienst. Ja. Das sind 2000 Mark. Ja. Ja, oder du überlegst das und heiratest das selber. Nein. Da kommen wir alle noch billiger weg. Okay, das denke ich mir. Aber schriftlich möchte ich sagen. Bei dir, Bazi, traue ich nicht. No. Kolbi, wieder mal ein Schreibzeug. Aha. Hoffentlich hast du Glück. Bei meinem Kopf und meiner Figur. Tot sicher. So. Ja. Du hast ein Schreibzeug, ich muss wieder nachschlagen. Ach, Kolbi, bleib da. Du kannst mir gleich einen Zeugen machen. Nein, den brauchen wir jetzt nicht. Den brauchen wir schon, weil dir traue ich nicht. Ah, um was handelt es sich denn? Setz dich nieder, dann wirst du es gleich erfahren. Der Reimemeier streicht mir nämlich seine Hypothek, wenn ich die Frau Schätzelbach heirate. Tust du das? Und das Trinkgeld. Stell dir mal vor, wie schnell sind 2000 Mark verbraucht und wie lang diese Hessin lebt. Oh. Gut, zum letzten anfangen. Ja. Also schreib, dass wir zum Inkommen. Ja. Ich endes Unterzeichneter. Es ist ein Blödsinn. Du musst schreiben, er endes Unterzeichneter. Oder du musst ihm schreiben lassen. Ich kann es nicht schreiben, mir zittern die Füße. Ja, du schreibst ja mit die Füße. Ich endes Unterzeichneter, lösche mit sofortiger Wirkung die Hypothek in der Höhe. Und Friede den Menschen auf Erden. Du, dein Maul halten. Wo sind wir stehen geblieben? In der Höhe, da drum waren wir. Ja, in die Höhe. Ja. Und 2000 Mark samt. Samt? Samt brauchen wir nicht, wir brauchen ein Geld. Geld. Samt, samt der fälligen Zinsen. Wenn der genannte Gast wird so saublöd ist und drauf eingeht, dann kehrt er der Schlange. Tja, wenn der genannte Gast wird innerhalb 6 Wochen die Frau Ria Schätzelbach zum Traualtar führt. Oh. Das hast du jetzt aber schön gesagt. Weiß ich schon. Ja. Also ich glaube, das gelangt. Nein, das glaubt er noch nicht. Ja, wie schaut denn das überhaupt mit Taschengeld aus? Ich meine, du als verheirateter Mann weißt du selber, dass der Mensch ein Taschengeld braucht, nicht? Ja, also jetzt schreibst du, jetzt mache ich dich ganz schuldenfrei. Was? So. Und außerdem mache ich ihm ein Taschengeld in der Höhe von 2000 Mark. Das ist gerade das Geld, was du mir seit 2 Jahren schuldest. Nein, halt. Ich bleib nur bei der Hypothek, wie wir es ausgemacht haben. Du kommst doch immer noch billiger weg.
Was wir mit dir, dein Alte, die 5000, wie viel waren das eigentlich? 706 Mark vom Buckel runter habe. Das meine ich aber auch, Rami Meier. Wegen denen Bob Fehling darf er mich nicht anschauen lassen. Bob Fehling, sagt er. Ich hab doch mein Geld nicht gestohlen. Den ich mir an deiner Stelle nicht so fies behaupten darf. Wird's, Herr Schreimer? Wenn ihr nicht zahlen wollt, brauchst du nicht heiraten. Genau. Wir gehen. Halt! Wir gehen! Na so! Hm? Bitte schreib! Ja, bitte. Wie heißt ich denn eigentlich? Rami Meier. Für mich seid ihr zwei Gauner. Ja, das ist Ansichtssache, gell? Du, Rami Meier, dass du das Taschengeld hier rüberbringst. Ei, du möchtest es mir bringen, gell? Wieso dir? Ja, weil ich brauch. Falls du das Geld nicht bringen solltest, geh hinüber zu deiner Frau und hol mir. Nein! Bleib da! Bring dich schon auf, da! Ja, ich hole. Wo bleibst du denn? Ich hab stelleweise schon alles parat zum Kaffee trinken. Wieso bist du mit ihm da per du? Zu meinem zukünftigen Mann darf ich doch wohl du sagen. Seit wann seid ihr euch denn hier einig? Seit heute Morgen, gell, Gustelchen? Ja, und ich hab glaubt, du möchtest mich heiraten. Nee, hier ist er. Mit dir habe ich stelleweise schon mal Erfahrungen gemacht. Ja, dann hätte die ganze Gaudi mit der Hypothek gar nicht braucht. Eigentlich nicht. Und 2000 Mark Trinkgeld habe ich ihm auch noch vermacht. Oh, ich. Rimpfig. Bandi, heute Rammelmeier bleibt da und nimm dein Aldi mit. Ein Mann. Da will ich Katzschwester bin ich immer. Die brauchen wir jetzt nicht mehr, gell? Na, was sagst du jetzt, Jürgen? Das war doch das beste Geschäft, was wir in dieser Saison gemacht haben. Das sag ich auch, gell, Gustelchen? Herr Ober! Bitte sehr! Herr Ober! Bitte gleich! Corby! Was denn? Wo bleibst denn? Die Gäste waren ja, so. Sag mir. Bitte sehr, bitte gleich.